Servus, liebe Freunde, herzlich willkommen zurück. Wir starten erstmal hier unseren Helfer. So, und ich muss mal ganz kurz noch hier ein Gerät ausschalten, was so im Hintergrund gerade ein bisschen Lüftergeräusche macht. Möchte ja nicht, dass ihr da irgendwie gestört werdet. Das klingt ja dann auch nicht so toll. So, was aber toll klingt, ist, dass wir hier jetzt schon wieder unseren Mähdrescher abtanken können. Ja, wir kommen hier richtig voran. Unser Silo füllt sich ja jetzt richtig gut. Unser Vorrat steigt. Und ja, wie gesagt, in der letzten Folge gestern habe ich das ja auch schon mal gesagt. Es sieht im Moment so aus, als ob wir nicht richtig vom Fleck kämen. Allerdings muss ich auch dazu sagen, wir kommen natürlich schon vom Fleck. Man sieht das nur nicht so richtig, weil eben das Problem ist, dass wir hier im Moment nichts verkaufen können oder nichts verkaufen wollen, weil der Preis einfach so ein bisschen für die Füße ist. So, in der Zeit sammeln wir hier weiter mal Stroh ein. Das heißt, wir bereiten sozusagen jetzt den letzten Vorsprung für die Cayena vor. Ich sage immer Cayena, ich meine natürlich die Condor. Und dann kann die Condor sich nämlich gleich schon mal austoben und neu einsehen. Und wie gesagt, ich möchte ja auch so eine Stufe Wachstumsversatz drin haben, damit wir hier vielleicht doch das Ganze ein bisschen ruhiger angehen und nicht immer gleich mehrere Felder auf einmal zum Abernten haben. Solange wir jetzt noch nicht so viele Felder haben, geht das ja noch ohne Probleme. Später lässt sich das ja gar nicht mehr vermeiden, denn wenn wir dann wirklich alle 21 Felder haben sollten, wobei gut 19 sind ja für uns dann nur von Nutzen, weil zwei Felder haben wir zur Wiesen versammelt, dann können wir natürlich nicht 19 verschiedene Wachstumsstufen machen. Das passt nun wirklich nicht. Oh, was auch bald nicht gepasst hätte. Genau, Kuh Nummer 180, Schaf Nummer 180. Mann, 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 nur nicht vergessen hier. Denn auch hier wollen wir natürlich schauen, dass wir uns weiterentwickeln. Und wir haben ja schon eine richtig große Herde jetzt. 180 Tiere. Da kommt natürlich auch entsprechend viel Geld rein. Also so langsam läuft die komplette Maschinerie hier Geld verdienen an. Und ich denke mal, das wird uns auch demnächst sehr zugute kommen. Wir werden hier richtig viel machen. Und ja, wir warten jetzt eigentlich nur noch auf den Startschuss in Form eines guten Preises. Der lässt ja noch ein bisschen auf sich warten. Aber ich denke mal, wenn hier die Ernte durch ist, dann werden wir auf alle Fälle erstmal einsehen. Und dann können wir die Zeit, glaube ich, nochmal ein bisschen vorlaufen lassen, während drüben die Ernte fertig ist. Und ja, dann hoffen wir mal, dass sich da vielleicht was tut. 11.53 Uhr um 12 Uhr, naja, werden die nächsten Preise geschrieben. Da gucken wir mal, wie sich so die gesamte Sache entwickelt. Ich hoffe ja, dass das langsam wieder tendenziell nach oben geht. In den letzten Folgen haben wir eigentlich immer nur ja, die Grundrichtung abwärts gesehen. Und das ist natürlich nicht wirklich schön. Wollen natürlich gucken, dass wir hier gutes Geld rausholen. Oder geht der Preis jetzt nicht mehr hoch, weil wir so viel Vorrat haben? Das wäre natürlich echt eklig, wenn ich sozusagen darauf schon mit der Preisstrategie dann einigen. Das wäre echt gemein. Aber gut, darüber machen wir uns später Gedanken. Jetzt kümmern wir uns erstmal um unseren Mähdrescher. Der ist nämlich gerade zufällig voll geworden. Und ja, wenn der fertig ist mit dem Abtanken, dann werden wir das auch gleich wieder ins Silo bringen. Denn danach noch eine weitere Ladung werden wir nicht schaffen. Das heißt, wir werden den mal hier einfach platzieren, warten mal kurz, bis der jetzt abgetankt hat. Und wir sehen schon, es steigt fleißig nach oben. Und ja, damit haben wir jetzt auch hier schon die fast 300.000 Liter erreicht, wenn ich nicht alles irrt. Wir gucken mal rein. Ja, noch nicht ganz. Also wir sind dann bei 268. Ja, knapp 200 oder 260 haben wir locker. Ja, passt. Also in Summe kommen wir auch auf 300.000 Liter. Das heißt, auch hier sind wir gut dabei. Wie sieht eigentlich der Preis aus? Ja, ist auch gerade gefallen. Bei der Mühle ist er bei 641. Das wäre noch okay. Aber so richtig der Renner ist es halt auch noch nicht. Also ich denke mal, da müssen wir uns doch leider noch ein wenig in Geduld üben. Gut, dann fahren wir jetzt erstmal den Knaben hier zum Entleeren. Und ich denke mal, den Rest hier unten sollten wir mit einem Kipper dann schaffen. Ich bin jetzt nur mal gespannt, wie das hier unten mit dem Abschluss wird. Aber das sollte eigentlich auch funktionieren. So, einmal mit Vollgas darüber. Bei dem können wir das wenigstens sagen mit Vollgas, ne? Bei der Geschwindigkeit ist das schon was Schönes. Im Traktor hätten wir jetzt die Hälfte der Strecke vielleicht zurückgelegt. Also so ist das schon viel angenehmer. So, einmal hier abtanken das Ganze. Und die nächsten 53.000 rutschen ins Silo rein. Während im Prinzip die ersten 10.000 schon wieder in den Case reinrutschen, sozusagen. Der macht nämlich in der Zeit fleißig weiter, ist schon wieder zu einem Drittel voll. Und ja, das heißt, wir machen uns auch gleich wieder auf den Rückweg. Wie gesagt, wir haben eine ganze Menge
Zeug da. Zeug ist gut, ne? Also Erntegut. Da ist wirklich sehr viel da. Das einzige Problem ist, ja, ist halt im Silo verballert. Von daher sehen wir das noch nicht. So, mit dem bleibe ich jetzt mal hier stehen. Wir nehmen uns mal schnell hier den Wagen noch. Und wenn die Spur hier fertig ist, dann werden wir die Kondor holen und werden hier gleich mal mit der Neueinsaat von der Gerste beginnen. Denn den Wagen hier will ich nur schnell voll machen, dass wir, sobald die Kondor dann läuft, im Prinzip in einem Rutsch weiterarbeiten können und nicht dann erst zum Abverkauf fahren müssen. Dann hätten wir das nämlich auch etwas leichter geregelt. Sieht auch ganz gut aus. Fehlen nur noch 3.500 Liter. Dann ist das auch erledigt. Und wir haben das Geld für unsere laufenden Kühe und Schafe schon wieder drin. Oh, 2.000 Literchen noch. Und der Mähdrescher ist auch gleich schon wieder voll. Hm, das ist gut. Der dreht gerade. Dann könnte man das eventuell richtig gut kombinieren. So, hier sind wir fertig. Das heißt, wir fahren den jetzt erstmal zum Abtanken. Beziehungsweise eigentlich zum Verkauf. Abtanken in dem Sinn kann man ja nicht sagen. Wir verkaufen das ja gleich. So, wenn der am Verkauf ist, tanken wir derzeit den Mähdrescher ab. Ja, das klappt doch alles soweit vom Ablauf. Wie ganz gut, ne? Oh, einmal wieder rüberschwenken. Gucken, dass wir hier gleich richtig rum ranlenken. Ah, oh, das war eng. Das war richtig eng. Aber gut, hat ja noch gepasst. Okay, dann entsprechend hier schon mal das Ganze entleeren. So, wir kümmern uns in der Zeit um unseren Mähdrescher. Unten sehen wir schön, wie das Geld für Stroh reinkommt. So, da haben wir also auch für die nächste Folge sozusagen schon wieder die Tierchen zusammen. Ohne dass wir unter die 200.000 Liter kommen. Also das steigert sich doch jetzt langsam ein bisschen an. Das ist auch gar nicht schlecht. So. Und das ist jetzt erledigt. Dann können wir uns jetzt hier in der Zeit um den Ursus kümmern. Der ist jetzt hier wieder fertig. So, hier kann ich aber jetzt wahrscheinlich nicht in einem Schwung rumfahren, oder? War ich das trotzdem? Wow, wow, wow. Ne, irgendwo bleibe ich gerade ganz übel hängen. Wahrscheinlich mit dem Ladewagen hinten. Ich will es gar nicht sehen. Nein, ich will es gar nicht sehen. Ich fahre lieber hier vor und drehe die Runde. Ja, 17%. Zumindest gab es keinen zusätzlichen Schaden. Puh, Baby, das war eng. Ja, hätte man fast das Vordach hier noch komplett abgerissen. Aber okay, haben wir jetzt soweit noch hingekriegt. So, Mähdrescher ist abgetankt. Der setzt sich gerade wieder in Bewegung. Das ist natürlich auch optimal. Und wir waren hier unten. Da müssen wir, glaube ich, irgendwo... Ha, perfekt, genau, da sind wir auch schon. So, wenn hier gleich mal die nächste Spur starten mit dem Aufnehmen. So, und ja, dann können wir jetzt auch die Kondor zum Einsatz bringen, denke ich mal. Wir sind weit genug unten. Der Mähdrescher hat auch weit genug Vorsprung. Das sollte also ohne Schwierigkeiten passen. Das bedeutet, wir werden jetzt mal hier sozusagen den absoluten Multibetrieb starten. So, gehen wir kurz zu unserer Kondor hin. So, was ich aber doch vorher noch schnell machen möchte. So viel Zeit muss sein. Ich möchte dann doch lieber nochmal hier zur Sicherheit den Streuer auffüllen. Wechseln wir auch gleich mal das Gerät. So, machen den gleich nochmal voll. Denn der ist zwar sparsam, aber er braucht ja doch ab und zu auch immer wieder so ein bisschen was. Denn das Problem ist halt einfach, ja, er läuft ja auch dann so mal vielleicht eine Sekunde noch, wenn wir drauf sitzen, der Helfer sozusagen sich verabschiedet, müssen wir das Gerät manuell ausschalten und dann verlieren wir doch das ein oder andere Literchen. So, wir gehen mal schnell auf die Gerätewahl, wechseln auch hier schon mal die Fruchtsorte wieder auf die Gerste. Dann ist das auch schon mal soweit vorbereitet. Ja, also der Vorlauf wird auch für die Kondor ausreichend sein. Da kann die sich jetzt in Ruhe austoben. So, wir klappen auch den Knaben schon mal soweit aus. Natürlich nicht in voller Fahrt, das wäre nicht so günstig. So, ich denke mal, so sollte das passen. Fahren wir ein Stückel vor. Wir müssen es ja hier so in Position bringen, dass wir im Prinzip auch mit dem Düngestreuer anständig stehen. So, das müsste passen. So, dann schalten wir jetzt die Fahrstufe 2 ein, den Streuer ein, gehen auf die Gerätewechselwahl, machen den Helfer rein. Oh, und was sagt der Freund Schnürschuh? Ja, alles wunderbar. Ernte läuft, Einsaat läuft. Ja, läuft beides, war jetzt noch nicht mal falsch gesagt. So, und der Mähdrescher ist jetzt auch gleich schon wieder voll. Das ist natürlich jetzt klasse. Ja, der nimmt auch die Spur komplett außen mit. Das heißt, den setzen wir gleich dann nochmal händig an. Ist aber dann auch kein Thema. Der kann ja erstmal jetzt abtanken hier. So, da hat er genug Möglichkeiten. Und ja, wir kümmern uns hier weiter um das Stroh. Jetzt müssen wir ja sozusagen den Vorsprung halten oder zumindest nicht so schnell verkleinern.
dass wir hier mit der Condor Schritt halten, aber ich denke mal, das dürfte jetzt gar kein Problem mehr sein. Und so kriegen wir im Optimalfall hier in dieser Folge die Ernte durch. Das mit dem Stroh vielleicht auch sogar fast durch und die Einsaat dürfte auch schon sich gut weiterentwickeln. Und bevor wir dann das Feld 16 einsehen, wie gesagt, will ich aber auf alle Fälle eine Wachstumsstufe vergehen lassen, dass wir eben dann das Ganze noch ein wenig entspannter angehen können. So, der Case ist leer, der dürfte sich jetzt gleich wieder in Bewegung setzen und müsste aber auch gleich helfertechnisch fertig sein, weil da unten ist ja Feldende erreicht, das heißt, den setzen wir dann jetzt nochmal neu an. Ich will nur gerade die Spur noch fertig fahren hier. So, und dann einmal auf die nächste Spur wechseln. Auch das ist ja schön, wir kommen hier immer weiter nach unten. Das passt doch wunderbar. Gut, schnell mal auf den Case gehen. So, dann werden wir hier mal gerade rüberfahren zur nächsten Spur und werden den da weiter ernten lassen. Ja, also in der Kurve ist er mit 10 km/h nicht der allerflinkste. Aber sobald er auf der Geraden ist, gibt er hier richtig Gas. Also man muss überlegen, wie viele Tonnen so ein Gerät hat. Also da brauchst du schon ganz schön Kraft, um das so nach vorne zu bewegen. So, und hier sind wir, glaube ich, wieder ganz gut dabei. Stellen gleich den Helfer ein. Dann kann der hier weitermachen. Die Condor läuft und wir laufen hier mit dem Stroh-Sammelwagen auch gleich weiter. Der Ladewagen soll sich noch ein bisschen füllen. Dann können wir nämlich gleich noch ein bisschen Geld machen. Und diesmal können wir ja alles hier oben verkaufen, brauchen also nichts zum Kuhstall bringen. Wir haben beim letzten Mal gesehen, 90.000 Liter Stroh sind drin. Das heißt also, da haben die Kühe mehr als genug Vorrat. Ist also erstmal alles gar kein Problem. Und wir können das hier ganz getrost alles direkt zu Geld machen. Oh, wunderbar. Also 2 Spuren für den. Oh, die ist auch schon bei der 3. Spur. Das heißt, die kommt auch gut voran. Mit der Arbeitsbreite klappt das ja relativ zügig. Ich mir überlege, wo wir am Anfang dann mit der Cayena hier das erste Mal eingesät haben. Das hat ja fast eine ganze Folge oder länger als eine Folge sogar, glaube ich, war es noch gedauert, bis wir hier durch waren. Und hier ja, ist das sozusagen innerhalb einer Folgenlänge, 15, 16 Minuten, komplett vom Tisch. Denn wie gesagt, die kämpft sich hier mit einer ganz anderen Arbeitsbreite durch. So, und ich denke mal, wir müssen sogar den Ladewagen nochmal, also den Inhalt zwischenverkaufen. Denn so wie es aussieht, kriegt das definitiv mehr als 44.000 Liter für alles zusammen. Aber kann uns ja nur recht sein, je mehr Geld reinkommt, umso angenehmer ist es. So, kann mal gucken, Condor dreht da oben. Mähdrescher hat die vorletzte Spur, das passt auch. Ja, den müssen wir wahrscheinlich aber auch nochmal abtanken. Das wird wahrscheinlich nicht ganz reichen, dass der komplett durchfährt. Ist aber auch kein Problem. Dann werden wir da nochmal kurz eine Zwischenentladung durchführen. Ja, und jetzt sind wir leider schon wieder fast auf dem Weg zum Ende der Folge. Also das ist irgendwie doof. Aber immerhin haben wir heute doch auch offensichtlich einiges geschafft, nachdem wir ja hier jetzt doch gute Fortschritte gemacht haben. Und selbst die Condor kommt langsam uns näher. Das heißt, auch die holt hier auf und sät hier schön schnell ein. Oh, 97%. Ja, also abtanken nochmal Pflicht. Das werden wir jetzt gleich definitiv nochmal schnell machen. Damit wir hier zumindest die Ernte durchziehen können. Wobei, der hat natürlich nicht ganz so viel, weil er nur so einen halben Streifen hat. Aber trotzdem müssen wir nochmal tanken. Das geht nicht anders. So, und hier sind wir auch fast voll. Das ist optimal. Ich steige aber jetzt mal schnell aus. Wie gesagt, Mähdrescherchen leer machen. So. Und jetzt sehen wir auch, wie das Geld hier wieder nach unten rattert. Das ist natürlich, weil jetzt hier die Einsaat mit paralleler Düngung läuft. So, jetzt muss er wohl gerade drehen. Genau, das merkt man gleich, wenn das etwas langsamer läuft. Und ja gut, aber trotzdem holen wir uns das durch das Stroh wieder rein. Das ist jetzt natürlich hier vom Fahren her blöd. Werde ich jetzt mal eins machen. Ich werde mal hier außenrum fahren. War ein bisschen blöd, die Konstellation jetzt gerade. Aber ist auch kein Problem, kriegen wir hin. So, dann kann der nämlich jetzt hier erst nochmal abtanken. Muss aber hier noch ein bisschen zurückfahren, dass ich dem nicht im Weg stehe. So, passt doch. Ach, warum denn so umständlich? Da ist doch direkt unser Kollege. Dann können wir den auch gleich zu Fuß erreichen. So, und hier machen wir auch weiter. Das ist gleich wieder voll, das Baby. Das ist schon mal sehr gut. Und ja, dann sind wir doch zum Ende der Folge hier schon fast mit allem soweit durch. In der nächsten Folge werden wir uns das Feld 16 vornehmen. Werden dort mit der Ernte beginnen
und ja, hier fertig einsehen lassen, dann wie gesagt kurz die Zeit vorlaufen lassen, dass wir diesen Wachstumsversatz drin haben, der das Ganze ja doch noch mal ein bisschen entspannt. Und ja, dann hoffe ich mal, dass der Preis sich auch so langsam wieder entwickelt. Wäre mal ganz schön, wäre auch vor allem ganz sinnvoll. Ich fahre jetzt hier noch ein bisschen parallel zum Mähdrescher mit. Ich möchte nämlich, dass der das in der Folge noch fertig kriegt. Deswegen überziehen wir noch mal 10,37 Sekunden. Ist aber, denke ich mal, auch kein Problem. Da haben wir den Ladewagen nämlich fast voll, haben den Drescher noch mal gut hier vorangebracht. Die Ernte ist durch. Dann geht es nämlich in der nächsten Folge da drüben weiter. Da wartet auch noch ein bisschen Arbeit auf. Und in diesem Sinne sage ich aber schon mal vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Hoffe natürlich, dass ihr morgen wieder mit dabei seid. Jetzt muss ich nur noch eins machen. Ich muss nämlich der Condor auch noch sagen, dass sie jetzt Feierabend hat. Und das ist immer ein bisschen tricky hier, denn wir müssen gleich das Gerät wechseln. Helfer raus, so. Die Sämaschine können wir auch noch ausschalten. Düngestreuer ausschalten. Hier stehen wir ganz gut. Da kann es beim nächsten Mal weitergehen. Der Case ist durch, der steht da hinten. Alles wunderbar. In diesem Sinne, bis morgen. Servus und tschüss.